Heute soll es ja viel eher um unseren Pokémon Ultramond Randomizer gehen. Da haben wir letzte Woche ja hier in dieser Stadt. Moment. Mir fällt es gleich wieder ein. Moment. Nicht sagen. Oder kommt keine Einblendung? Feels Batman. Dann doch in dieser Stadt aufgehört. Da steht sicher der Name der Stadt dran. Warte, ich hab's gleich. Kantai City. So. Ich wollte es nicht im Chat lesen. Ich wollte es schon selber gucken. Ja, wir haben auf jeden Fall beim letzten Mal die große Prüfung von Mele Mele gemacht. Die war ja ein bisschen heikel, aber es ging auf jeden Fall. Und sind danach zur zweiten Insel gefahren, nach Akala. Und ja, haben uns hier so ein kleines bisschen umgeschaut. Weiter kommen wir noch nicht, weil Bisbark hat keine Lust, uns vorbeizulassen. Dementsprechend müssen wir jetzt zum Hotel. Da wollte sich ja Lilly mit jemandem treffen und da sollten wir dann auch letztendlich hin. Und ansonsten habe ich die Stadt, glaube ich, bis zu dem Punkt auf jeden Fall auch erkundet. So, am Team hat sich prinzipiell nichts geändert. Fand ich auch nicht unbedingt notwendig. Wir haben Mikado im Team mit dem Flammenkörper, was ich immer noch super finde als Fähigkeit. Hat Fund, Mogelhieb, Meditation und die Erdkräfte. Gut, Erdkräfte ist natürlich speziell, aber der Spezialangriff ist ja auch nicht unbedingt unterirdisch von dem Wishu. Dann haben wir Pudding. Unser Viscora. Mit dem Magma-Panzer und auch der Offensivweste. Du hast den Z-Kristall. Mit Tackle, Blubber, Absorber und Schutzschild. Ich habe letztens mal irgendwann nachgeguckt, wann sich Pudding überhaupt entwickelt, weil ich das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich meine, klar, die letzte Entwicklung, logisch, ist ein Drache, dauert ein bisschen. Aber ich habe mal nachgeguckt, wann sich Viscora zu Viscago, heißt es, glaube ich, entwickelt. Und ich dachte mir so, ja, Level 30 oder so, ne? Aber das Ding entwickelt sich jetzt auf Level 40! Das hat mich echt ein bisschen geschockt. Ehrlich gesagt. Deswegen, werde ich vermutlich bei Gelegenheit Pudding mal ablegen. Ich meine, Ale, lauf nicht amok, alles ist gut. Pudding wird auf jeden Fall wieder ins Team kommen später. Also bislang bin ich auch auf jeden Fall gewillt, Pudding gerne auch im Endgame fest im Team zu haben, weil ich mag es einfach richtig gerne. Aber ich glaube, genau wie Mew, was ja auch auf der Box liegt, kann es nicht schaden, es jetzt erstmal so ein bisschen abzulegen und dann später wieder mitzunehmen, wenn es nicht mehr ganz so klein und hilflos ist. Aber dafür muss ich erstmal ein anderes Teammitglied fangen. Aber ne, Pudding, wie gesagt, bekommt vielleicht bei Gelegenheit auch mal eine Pause. Dann haben wir Toffifee, unser Deden mit dem Elektroerzeuger und auch der Offensivfeste, weil warum nicht? Und hat Donnerschock. Mehr braucht es nicht. Sehr praktisch auf jeden Fall, gerade mit der Fähigkeit. Dann Strudel, unser Quapsel mit dem Pflanzenpelz. Gut, die Fähigkeit, aber die ändert sich ja auch bald. Hat auch den Z-Kristall. Und die Aquaknarre, Blubber, Duplexieb und Hypnose. Dann haben wir noch Cookie, unseren Starter mit dem Steinhaupt und der Flinkklaue. Ist, glaube ich, vom Moveset her mit am besten, weil ich finde Rasierblatt, Unheilböen, Schnabel und Blattwerk ist schon nett. Auf jeden Fall. Und natürlich Cupcake, unseren MVP gegen alles. Magiana mit der Aquahülle und auch der Offensivweste, weil wenn ich mal so auf die Angriffe gucke, ne, brauchen wir da auch nicht unbedingt Statusattacken. Hat Psystrahl, Ultraschall, Aurorastrahl und Erdkräfte. Ich hatte auch mal geguckt, wann es sein... Ja, bitte? Zählt Ultraschall Statusattacke? Nein, weil es das bislang auch immer machen konnte, trotz Offensivfeste. Okay. Aber warum sollte es auch nur... Ja, gut. Weil es halt keinen festen Schaden... Weil es eben halt festen Schaden macht und kein... Nicht irgendwie von irgendwas abhängig ist. Aber ja, es gut. Ist ja auch das Spezielle. Okay. Nee, ich habe geguckt, wann es seinen Signature-Move, das Kanonenbouquet, heißt es, glaube ich, lernt. Aber das ist, glaube ich, erst Level 49 oder so. Also, das dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, mit dem Moveset ist Magiana auch so eigentlich schon echt gut. Ja. Auf Strudel wächst schon Moos. Ja, ich stelle mir das generell witzig vor. Wenn das irgendwer mal zeichnen möchte, wäre ich voll dankbar für. Dann hast du quasi... Magiana ist dann in so eine lustige Wasserblase gehüllt. Cookie hat einfach irgendwie so einen Stein auf dem Kopf. Quapsel hat, wie der Chat schon gesagt hat, Moos irgendwie auf der Haut.
Toffifee ist einfach in Blitze gehüllt. Pudding brennt. Und Mikado brennt gleich mit. Die können sich zusammentun. Okay, dann gehen wir zum Hotel. Da werde ich ja wahrscheinlich gleich eh vollgelabert werden. Aber gucken wir mal. Ich will nach Ohana, um mich dort auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Das Problem dabei, um Ohana zu erreichen, muss ich erst Route 4 passieren. Wo bereite ich mich also am besten auf Route 4 vor? Auf Route 3. Hey, du da! Tut mir leid, dass wir dich erschreckt haben. Du bist auf Inselwanderschaft, oder? Ich bin Dexio. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Also wenn ich die im echten Leben treffen würde, würde ich jetzt einfach schreiend weglaufen. Vor allem, die sehen auch so richtig aus wie so, nicht wie Touristen, wie Leute, die sich als Touristen tarnen wollen. Chip, danke schön für 29 Monate Treue. Und Kiert, danke, dass du Steve einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir, danke schön. Wir sind hergekommen, um uns die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselwanderschaft, die es nur hier gibt. Was sagst du? Willst du einen Kampf gegen mich wagen? Also, das habe ich im letzten Stream, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich meine, ich habe ja auch Mond gespielt damals und dementsprechend habe ich auch gegen Sina kämpfen müssen und Jan hat gegen Dexio gekämpft. Wir haben ja, er hat Sonne, ich habe Mond gespielt. Und ich glaube, Jan kam halbwegs gut klar und ich habe mit meinem Team einfach fürchterlich aufs Fressbrett gekriegt von Sina. Also das war schon hart. Ich verstehe nicht, warum die in Ultrasonne, Ultramond existieren. Ich auch nicht. Also ich glaube, so manche Charaktere... Ja. Ja. Können wir das so stehen lassen? Ja. Alles klar, auf geht's! Ich hatte das Gespräch letztens mit Jan auch mal. Was hast denn du jetzt? Bei genauer Betrachtung war mein erster Gedanke, wegzurennen, definitiv ein guter Gedanke. Die beiden sind doch aus X und Y, oder? Das passt leider viel zu gut, dass sie dann Iveltal hat. Hat sie einfach aus Carlos hier reingeschmuggelt. Ey komm, das ist der erste Trainer in diesem Stream. Der Boy will, glaube ich, nicht kämpfen, aber der hat bestimmt Xerneas. Safe. Wir werden es nur nie erfahren. Nee, ich habe mit Jan letztens gesprochen, dass wir auch gesagt haben, die ersten beiden Gens, also Kanto und Johto, haben eigentlich nicht sonderlich viel Story. Team Rocket macht halt Stress und gut ist, ne? Und so die Gens danach, also ich sag mal, Höhn und Sinnoh und auch Einal, hatten schon ein bisschen mehr Story mit den Antagonisten. Aber eigentlich immer noch, finde ich, eine gute Menge. Also es war immer noch sehr angenehm. Gut, Carlos, muss ich sagen, kann ich nicht ganz objektiv beurteilen, weil mir einfach Team Flair fürchterlich auf den Sack geht. Ich finde die furchtbar. Deswegen klammern wir Carlos mal aus. Aber dann natürlich Alola. Das war ein Crit. Okay. Ach guck mal, Iveltal hat die Attacken von Glaciola übernommen. Das ist in meinem Fall vielleicht ganz gut. Auf jeden Fall, Alola hat halt für mich schon fast zu viel. Und dann will ich jetzt nicht sagen, dass Alola irgendwie viel Story an sich hat, weil die Hauptgeschichte mit den Antagonisten finde ich in Ordnung. Ich finde, Alola hat halt zu viele Gespräche eigentlich. Also all das, was so mit, wie gesagt, den Antagonisten zusammenhängt, ist natürlich hier auch ein bisschen ausgeprägter. Ich möchte da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber gerade weil du ja nicht nur Team Skull hast, die ja auch eher so die Pausenclowns sind, sondern auch die Leute, die wir auch im Intro gesehen haben, die Lilly gejagt haben und das alles mit Cosmog und so. Es ist natürlich schon ein bisschen mehr, ja. Aber es geht noch, finde ich persönlich.
Nur diese ganzen Gespräche, dass du wirklich alle 3 Meter kommt Lilly und will was von dir, kommt Tali und will irgendwas, will mit dir irgendwelche Masalada-Dinger fressen gehen oder Lilly will irgendwie mit dir irgendwo hin oder Kukui kommt aus irgendeinem Gebüsch gesprungen oder dann kommt Eli mal wieder und erzählt mir was von seinen Stickern oder so, dann kommen Sina und Dexio, dann kommt Team Skull plötzlich wieder, dann kommen die Ultraforscher, dann hast du hier noch ein Tutorial und dann da noch so und hier, also... Nee, Duplexi brauche ich, glaube ich, nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen persönliches Empfinden. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass in Sonne, vor allen Dingen in Sonne und Mond, sehr, sehr, sehr viel Text mit dabei ist, wo du auch teilweise keine Pause zwischen hast. Also ich finde, hier in Ultrasonne, Ultramond haben sie es halt wirklich so gemacht, dass das so ein bisschen mehr gestückelt ist, dass du auch mal zwischen den Gesprächen ein bisschen Pause hast und auch mal speichern kannst oder so. Das war in Sonne und Mond nicht unbedingt so, aber das ist alles so ein langes Ding. Ne? Allein der Abspann nach der Pokémon-Liga hat irgendwie gefühlt eine Stunde gedauert. Also es war für mich, das ist für mich so ein kleiner Minuspunkt an Alola. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel Gelaber überall. Alola macht auch viel richtig, aber das ist für mich so ein Punkt, finde ich ein bisschen anstrengend. Das fand ich aber in XY tatsächlich schon anstrengend. Weil ich ja Team Flair, wie gesagt, nicht wirklich mag und weil X und Y einfach viel zu viele Rivalen hat, die dich auch überall anlabern. Wenn es nicht der eine ist, ist es der andere. Deswegen, also ich finde, ja, die 5. Gen hat auch schon viele Gespräche gehabt, aber ich persönlich mochte die 5. Gen halt super gerne. Gerade halt Schwarz und Weiß 2. Deswegen ist mir das da nicht so aufgefallen. Und ich fand halt alles nach Schwarz und Weiß 2 nicht mehr ganz so gut. Ist keiner böse, dass ich die Texte geskippt habe, ne? Deswegen kann ich das da halt noch auf jeden Fall gut akzeptieren. Aber gerade so XY, Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond, hat für mich halt ein bisschen zu viel Text gehabt. Aber, ne, das sieht halt jeder natürlich auch anders. Deswegen habe ich auch so das Gefühl, dass sie hier vielleicht auch mit Sina und Dexio ein bisschen viele Charaktere irgendwie so ein bisschen reinpacken wollten, so ein bisschen Cameo-mäßig. Was halt gar nicht nötig gewesen wäre. Wie komme ich gleich noch nach Ohana? Ich glaube, die Route da drüben, aber wir gehen jetzt erstmal zum Hotel, dass wir das auch fertig haben. Hier ist wieder der Strand, nehme ich an, ne? Ah ja, hier waren die Gufa, genau. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, einfach was, was jeder für sich selber entscheiden muss. Ne? Ich persönlich mochte zum Beispiel Schwert und Schild ganz gerne, auch wenn ich durchaus viele Kritikpunkte nachvollziehen kann, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ne? Und andere Leute hassen die Edition gefühlt. Ich fand X und Y nicht so sonderlich beeindruckend, was, glaube ich, auch eher eine ungewöhnliche Meinung ist. Aber dafür gibt es ja auch so viele Pokémon-Spiele. Na, da ist eigentlich ja für jeden irgendwie was mit dabei. Was ist dein Problem? Eigentlich möchtest du lieber im Hano-Hano-Resort arbeiten. Mhm. Dann solltest du vielleicht dein Schicksal mal selbst in die Hand nehmen. Dann auf... Oh, ein Sepa-Brunnen. Das ist schön. Dann auf ins Hotel. Ah, da hinten sehe ich Lilly. Dann nehmen wir erstmal die andere Seite. Sind das Seemobs? Blumenkübel? Schon, oder? Das fällt mir ja jetzt erst auf. Hätte ein paar Augen vertragen können, aber sonst ist das schon irgendwie sehr episch. Wobei sie als Blumenkübel vielleicht eher ein Pflanzen-Pokémon hätten nehmen sollen, aber gut. Was möchtest du von mir? Mich voll labern. Kann ich auch nach oben? Ah ja. Oh, und die Lampe ist ein Lampi. An mein zweites Obergeschoss, bitte. Fünf Sterne allein für die Blumenkübel. Ja. Und die Lampi. Lampen.
Ich meine, die Zimmer sind schon ganz schön, oder? Warum muss ich mir das jetzt angucken? Niemand darf uns sehen. So ist es vom Schicksal bestimmt. Hattest du Bella mich gerade aus dem Zimmer geschoben? Okay. Aber wie gesagt, ne, so das Zimmer ist eigentlich, wenn jetzt hier vielleicht das Badezimmer drin ist, sag ich mal, kannst du nichts gegen sagen. Mogel, Mogel. Tja, wie finde ich denn jetzt die anderen? Du siehst jung und spritzig genug aus. Okay. Es ist so, dass ich mich heute mit ein paar ehemaligen Klassenkameraden zum 30-jährigen Treffen in Kantai City einfinden wollte. Aber das Gebäude, in dem wir uns das letzte Mal getroffen haben, ist spurlos verschwunden. Naja, ist schon 30 Jahre her, das ist wohl zu erwarten. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun und meine drei Freunde in Kantai City finden? Sag ihnen einfach, dass ich hier auf sie warte. Wenn ich sie finde, kann ich das bestimmt tun. Guck mal, wie hübsch das aussieht. Wobei ich tatsächlich in Pokémon-Spielen nie der größte Fan von so großen Gebäuden bin, weder hier noch in Stratos oder sonst wo, weil du verhältnismäßig viel erkunden kannst und auch mit vielen Leuten reden kannst, aber irgendwie nicht sonderlich viel dabei rumkommt. Kassira, danke schön für 13 Monate Treue. Was? Relaxonium Z. Mionium Z. Machedonium Z. Ah! Da bekomme ich den Mio-Kristall, kann das sein? Nice. Ah, oh, da... Elima, bitte, brich doch einfach in fremde Hotelzimmer ein, das macht doch nur ich. Dann können wir uns da den Stein für Mio holen. Können wir gleich auf jeden Fall auch noch machen. So viel zum Thema, sie haben Spaß daran gehabt, Cameo-Charaktere in dieses Spiel zu packen. Fantastisch. Einfach fantastisch. Alola überrascht einen immer wieder aufs Neue. Vertraut ein Trainer seinem Pokémon auch in Extremsituationen, wird es seine wahre Stärke freien Lauf lassen, so wie es jenem Trainer gelang, den ich einst traf. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sich dies in Alola in Gestalt der Z-Attacken äußert. Jenem unsichtbaren Band, das zwischen Mensch und Pokémon besteht, verleihen sie eine sichtbare Gestalt. Frag mich nicht, was da piept. Es piept bei Akromas. Der Z-Kraftring und die Z-Kristalle. Mit Hilfe der unbekannten Energie, die ihnen innewohnt, können wir die Tür zu neuen Welten aufstoßen. Also ja, es hat bei Akromas definitiv gepiept. Ich wusste nicht, dass der da ist. Ich auch nicht. Ich meine, sowas finde ich immer ganz cool, wenn du einfach random Arenaleiter oder Top-4-Mitglieder aus anderen Regionen treffen kannst oder eben auch Akromas. Finde ich eigentlich immer ganz schön, solange sie mich jetzt nicht irgendwie random irgendwo aufhalten und mich voll labern. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall gleich mit Zuckerwatte nochmal hin. Wenn das unser Feuermelder gewesen wäre, dann wäre es sehr viel lauter gewesen, vermutlich. Der war es zum Glück nicht. Aber ich habe auch heute gekocht, nicht Jan. Hey. Nein, Jan kann auch gut kochen. Ein schönes Bild dahinter der Theke. Willkommen im Hotel Meeresrauschen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ah, ich kann mit ihm über den Hotelpagen sogar reden. Sollte sich zufälligerweise ein Markmar in deinem Team befinden? Hab ich noch nicht gesehen, glaube ich. Hallo Starmie. Okay. So, und da hinten haben wir dann Lilly. Oh, du bist es. Auf dem Weg hierher kamen mir einige Mitglieder von Team Skull entgegen. Also habe ich einen Umweg gemacht, um keinen Ärger zu bekommen.
Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Egal, nun bin ich ja hier. Du bist wohl auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächstgelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Okay. Aber wie gesagt, erst kurz den Z-Kristall für Mio holen. Die Sache ist, ich weiß noch, welche Prüfungen hier auf Akala auf uns warten. Das müssten ja ursprünglich, das ist natürlich jetzt ziemlich hinfällig, Feuer, Wasser und Pflanze sein. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, Feuer kommt zuerst, bin mir aber nicht sicher. Und dann eben Myla, die haben wir ja auch schon kennengelernt, als Inselkönigin. Nur ist es natürlich hier komplett hinfällig, weil, naja, die Typen sind eh komplett durcheinander gemischt. Aber welche Städte da noch so kommen und welche Routen und überhaupt, habe ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Es ist so bei jeder Route aufs Neue wieder so ein Fall von, ach ja, stimmt. Ja, guck mal, hier ist unser Arceus normal eingefärbt. Na gut, dann nehmen wir Mio wieder mit. Dann würde ich, denke ich, Pudding jetzt wirklich mal hier lassen. Ich meine, Pudding kommt mal in die... Ich kann Pudding mal hier unten hinpacken. Zusammen mit Bratapfel, weil das halt potenzielle Teammitglieder sind. Die kommt später auf jeden Fall auch wieder mit rein. Aber ich glaube, für den Moment ist das gar nicht so verkehrt, den kleinen Schwabbel mal zu Hause zu lassen. Und Mew kriegt auf jeden Fall noch die Erdkräfte. Also ich meine, allein dafür, dass ich rohe Gewalt habe, ist es schon sehr nett. Ja, die Cutscene mit der großen Spinne ist immer noch da, das stimmt. Aber da können wir auch einfach alle gemeinsam weggucken und dann ist das gar nicht so schlimm. Also, ich finde das ja ganz cool, dass die Herrscher halt so eine eigene Szene haben, wie Radikal zum Beispiel bei der ersten Prüfung. Na? Also das fand ich eigentlich auch ganz cool gemacht. Nur, ich mochte halt auch die Szene in Sonne und Mond bei der Wasserprüfung extrem gerne mit dem großen Lusadin. Fand ich sehr, sehr stylisch, weil ich generell finde, Lusadin in seiner Nicht-Schwächlingsform sieht halt auch richtig cool aus. Und natürlich, als sie das dann abgeändert haben für Ultrasonne und Ultramond und dann das riesige Aranestro kam, der war schon... Wobei, fairerweise, ich hab's ein bisschen kommen sehen, weil ich glaube, auch die Pokémon davor abgeändert wurden, meine ich. Weil ich meine, in Sonne und Mond sind es halt immer Lusadin und hier waren es, glaube ich, dann Araqua. Meine ich, oder? Deswegen habe ich mir schon so ein bisschen damals gedacht, so, warum haben sie das abgeändert? Also ich war jetzt nicht ganz unvorbereitet... Aber war schon eher so... So. Ich habe da ein Mio mit dabei. Und dann muss ich es an der Spitze haben. Gucken wir mal. Irgendwie gibt er mir den Kristall aber nicht, obwohl ich Mio vorne habe. Er rückt ihn nicht raus. Vielleicht wirklich erst nach der Pokémon-Liga, was halt irgendwie ziemlich traurig wäre. Das Item von Mio wegnehmen, das ist ja nur der Z-Stein. Kann halt wirklich sein, dass wir noch zu früh sind. Oder es kann halt sein, dass es im Randomizer nicht funktioniert, weil Mio quasi, oh, da ist auch noch ein Sticker, quasi, naja, gefangen wurde und oh, nicht irgendwie per Event dazugekommen ist. Naja, ich habe es zumindest versucht. Ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Aber zu dem Aranestro von gerade nochmal. Ist das überhaupt Aranestro? Aranestro? Ihr wisst, was ich meine.
Ich finde das halt auch als Dynamax nicht ganz so toll. Wobei ich tatsächlich Giga Dynamax Kingla viel schlimmer finde. Also falls ihr das mal gesehen habt, da die Special Form, die ist echt unschön. So, du hast gerufen. Ich war ja nicht weit weg. Ich habe 20 Sticker gesammelt. Und da bekomme ich dann ein Radikal für. Ist das ein Radikal? Weiß ich nicht. Ja, eindeutig Radikal. Fast ein Radikal. Also Suicune ist schon geil. Habt ihr einen guten Spitznamen dafür? Wir benennen unsere Pokémon ja nach Süßigkeiten. Also das ist mal ein gutes Radikal. Das nehme ich. Eisbonbon, Eis, Kokoswasser, Eis, Baiser, Wassereis, Ice Cream. Woggle raus. Raffaello. Raffaello wäre auch passend, obwohl ich Raffaello echt eklig finde. Oder Bounty ist ja auch beides okay. Weil ich finde so Wassereis, weiß ich nicht, so. Schlumpfeis. Würde farblich auch ganz gut passen. Also Eis passt natürlich schon ganz gut, aber es ist halt kein Eis-Pokémon an sich, ne? Jan, was fühlst du? Was ist zur Auswahl? Das, was im Chat steht, den du ignorierst. Die Musik ist angenehm. Jan guckt sehr angestrengt in den Chat. Und? Entweder Raffaello oder Stracciatella. Jan hasst uns. Okay, nichts Neues. Ich würde halt eher so Stracciatella wirklich ein Eis-Pokémon benennen danach. Dann Raffaello. Dann muss ich nur kurz... Hat Kai Raffaello richtig geschrieben? Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie ich das schreibt. Nein, Kai ist schon wieder hochgescrollt. Bleiben Sie hier, ich muss gucken, wie sich das... F-A-E-L-L-O. Also war es richtig geschrieben? Ich habe geguckt, ich habe es nachher gegoogelt. So. Dann hat Kai es falsch gemacht. Fields Batman. So? Raffaello, ja. Mit zwei F und zwei L. Mhm. Okay. So, guck mal so den Bericht an. Metallprotektor, was? Was ist das? Verhindert das Senken der Statuswerte durch Attacken und Fähigkeiten von Angreifern. Not bad, aber habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, kann man mit arbeiten, denke ich. Ah, das ist Solgaleos Fähigkeit. Schon, das ist das gleiche wie Neutraltorso. Schon fast ein Solgaleo, ne? Jetzt ist halt die Frage, ob wir das jetzt einfach mal mitnehmen. Weil eigentlich wollte ich ja Zuckerwatte auch nicht unbedingt mitnehmen, aber ich habe ja Strudel auch noch im Team. Ich glaube, ich behalte erstmal noch Strudel, bis es sich entwickelt und dann können wir es gegen Raffaello austauschen. Was für ein Wesen hat Raffaello? Das ist bei dem Schiff. Kühn. Oh, nice. Das ist richtig gut. Das ist dann plus Verteidigung, minus Angriff? Ja. Okay. Aber können wir auf jeden Fall gerne mal später mitnehmen. Und erstmal möchte ich Strudel noch ein bisschen trainieren. Einfach weil ich wissen will, was Kapuzzi auch für eine Fähigkeit dann später hat. Vielleicht nach der nächsten Prüfung einfach. Haben wir beim letzten Mal auch so gehandhabt. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Bisbug lässt uns ja nicht durch. Dann gehen wir Richtung Route 4. Und das heißt, neue Encounter.